Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur FNord News Show. Wir haben uns bemüht, diesmal ein bisschen mehr Bilder und weniger Text zu bringen. Es gab ja so ein bisschen Hinweise letztes Jahr. Ja, das Feld der Technologie beschäftigt uns natürlich immer sehr. Wir haben da ein sehr schönes Beispiel gefunden, und zwar eine japanische Firma, die es sich offenbar zum Ziel gemacht hat, Heuschrecken so umzurüsten, dass sie für Rohrinspektionen benutzt werden können. Also genau genommen ist das eine Schabe. Und genau. Zwar, es eignet sich auch nur eine Schabe dafür, nämlich die Amerikaner, was ich ja also besonders schön finde an der Geschichte. Und diese, ja, also wir wissen nicht, ob die Meldung, die dazugehörte, wahr ist, aber sie ist so schön, dass wir sie dachten, wir bringen sie trotzdem. Und zwar sind diese Heuschrecken so mehr oder minder online, weil die werden halt ferngesteuert. Also es gibt halt da so Modifikationen, die der Heuschrecke sagen soll, jetzt mal links gehen, mal rechts gehen, und dann ist da so eine Infrarot-Beleuchtungseinheit drauf und eine Kamera, die dazu führt, dass man die da durch die Rohre durchschicken kann. Ja, und der Meldung zufolge haben sie dann von der Heuschrecke plötzlich Werbung für Viagra zurückbekommen über die Online-Verbindung, weil Spammer wohl die E-Mail-Adresse der Heuschrecke gefunden hatten. Wie gesagt, so rein technisch ist das alles nicht ganz plausibel, aber die Meldung war schön genug, dass wir sie mitnehmen dachten. Ja, der kleine Grenzverkehr ist ja immer wieder ein sehr... sehr beliebtes Thema, insbesondere in Gebieten, die halt irgendwie ein hohes Wohlstandsgefälle haben. Die Verkehrsschilder sind ja schon recht eindeutig, und um sozusagen da mal ein bisschen Regelung in diesen Grenzverkehr zu bringen, wurden halt oder werden immer noch Hubschrauber eingesetzt. An der Grenze zwischen New Mexico und Mexiko gab es da wohl einen Zwischenfall, dass Einwanderer, die versuchten, die Grenze zu passieren, von einem Hubschrauber, also dieses abgebildete Modell, erwischt wurden, mehr oder minder, und dann haben die angefangen, Steine zu schmeißen. Und zwar so viele Steine, dass dieser Hubschrauber kaputt ging und notlanden musste, weil die, die Rotorblätter beschädigt waren. Ja, Sicherheit ist ja sowieso ein Thema, was uns immer sehr beschäftigt. Und diese Meldung ist also, da geht es um die Mauer, die Israel gerade bauen will. Wir hatten da noch einen schönen Vergleich gefunden, rein technisch. Natürlich, wir sind hier eine technische Veranstaltung zwischen der Berliner Mauer und der Mauer, die da gerade gebaut wird. Die Sicherheitsvorkehrungen sind also nicht so unähnlich. Aber wir haben einfach mal ein paar Bilder gefunden, die das, glaube ich, ganz gut illustrieren. Ja, und so Mauern sind ja sozusagen der offenbar bevorzugte Weg, Bevölkerungen voneinander zu trennen. Wie man so schon Westdeutschland, Ostdeutschland gesehen hat, ist ja durchaus ein bewährter Weg, der mehrere Dekaden lang halten kann. Gerüchte halber haben zumindest die Amerikaner für ihr Grenzproblem Richtung Mexiko auch Experten aus der ostdeutschen Migrationsschutzbehörde, sprich Grenzpolizei, engagiert, um ihnen zu helfen, diese kleinen Probleme, die sie da so haben, zu lösen. Wie man hier sieht, ist dann ein sehr neues Modell einer Grenzschutzbefestigung, die über mehrere hundert Meilen mexikanischer Grenze, also Grenze zwischen Mexiko und den USA, verbaut werden wird. Ist auch ein bisschen hübscher als irgendwie das, was es vorher gab. So. Also vorher sah das dann ungefähr so aus. Und das sieht halt nicht aus wie der strahlende Kapitalismus, das muss man schon mal zugeben. Und naja, nun fürchtet halt die Stahlindustrie so ein bisschen Umsatzeinbußen, weil so eine Vollstahlmauer hat natürlich irgendwie einen ganz anderen Stahlverbrauch als so ein paar Betonsäulen. Und sind damit doch sehr im Trend. Also in China zum Beispiel? Ja, in China kann man im Moment den Trend beobachten, dass die so viel Beton, Kupfer, Stahl, auch Altmetall kaufen, dass sich da schon Gerüchte aufgebaut haben, dass es sich um Horten handelt. Ja, also in praktisch der Annahme, dass es alles eh nur noch teurer wird ab jetzt, dass man jetzt erstmal, wo es billig ist, noch so viel kauft, wie es gibt. Wir werden gleich nochmal zu dem Punkt kommen, solange es noch billig ist. Das ist nämlich eigentlich auch nicht der Fall. Aber man kann das alles auch als Recycling sehen, und wir haben versucht, dem einen positiven Aspekt abzugewinnen. Also hier in diesem Fall ist ein Bild von Shanghai. Da haben bewaffnete Räuber, und zwar so ungefähr 25 an der Zahl, aus einer U-Bahn-Linie, die kurz vor der Eröffnung stand, einen kompletten Fahrstuhl geklaut.
dazu noch 6 tragende Stahlelemente aus dieser U-Bahn-Konstruktion entwendet und die dann offensichtlich weiter verkloppt. Also erste Indizien sprachen dafür, dass es sich um Industriespionage handelt, bis sie gemerkt haben, dass eben auch die Stahlträger fehlten. Und das ist kein chinesisches Phänomen alleine, sondern es betrifft auch andere Länder. Also in Russland zum Beispiel haben wir diese historische Eisenbahn gefunden, die halt aus einem Eisenbahnmuseum abhanden kam und dann in Teilen wieder auf einem Schrottplatz gefunden wurde. Dann gab es noch diese Kunstangelegenheit. Genau, das war vor ein paar Wochen in England. Und zwar ist diese Skulptur offenbar ungefähr 3 Millionen Pfund teuer gewesen und steht da halt im Freien. Und die war dann plötzlich weg. Und auf den Überwachungskameras, die ja in England sehr verbreitet sind, hat man eben gesehen, wie jemand mit einem Mercedes-Lasterchen vorgefahren ist, einen Kran dabei hatte, das einlud und damit wegfuhr. Und den Laster hat man inzwischen wiedergefunden, das war in der Nähe von einer Metallverwertung. Also das war offenbar tatsächlich der Fall. Das war eine Skulptur von Moore, die kosten halt schon ein bisschen Geld. In anderen Gegenden der Welt versucht man halt die natürlich vorhandenen Schrottressourcen zu benutzen. In diesem Fall handelt es sich um Kambodscha, wo die Leute tatsächlich den Bomben- und Waffenschrott, der sich da von den diversen Kriegen angesammelt hat, suchen und verwerten. Und dabei kommen halt jedes Jahr richtig viele Leute um. Das ist ein durchaus verbreitetes Phänomen, was halt in verschiedenen Gegenden der Welt zu finden ist. Und wenn man sich halt fragt, woran liegt denn das jetzt eigentlich? Warum? Also es gibt dazu noch den Hintergrund zu sagen, dass also das nicht nur ein Problem bei dem Aufnehmen der Sachen ist, sondern dass durchaus auch die Sachen dann in noch explodierfähigem Zustand in China ankommen. Und da gab es tatsächlich Tote in einer Metallweiterverwertung, weil da Bomben explodiert sind, die als Altmetall angeliefert wurden. Also das ist ein echtes Problem. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie viel kriegt man eigentlich für Stahl, dass sich solche Aktionen überhaupt lohnen? Ja, und wir haben dann mal geguckt, wie die Stahlnachfrage so aussieht. Und das ist hier der Preis für eine Tonne Rohstahl, die aus Gebäuden gewonnen wurde. Also sozusagen, das wird halt aus irgendwelchen alten Häusern, Abrisshäusern und so weiter und so fort gewonnen wird. Und wir sehen halt, der Preis hat sich einfach mal in den letzten 2 Jahren locker verdoppelt. Das heißt, die Metallknappheit auf dem Weltmarkt ist halt mittlerweile so groß, dass da doch die Nachfrage einigermaßen ungebrochen ist. Also es werden nicht nur Gullideckel geklaut und eingeschmolzen in Baltimore. Also man muss die Statistik, also die eigentliche Meldung, dass Gullideckel verloren gegangen sind, die kam eigentlich aus den USA. Aber als wir dem ein bisschen hinterher gegoogelt haben, haben wir eine völlig unglaubliche Meldung gefunden, nämlich dass in Peking im letzten Jahr 25.000 Gullideckel verschwunden sind. Und in Baltimore sind 150 Laternen, Aluminium-Laternenmasten. Also Aluminium lohnt sich noch mehr als Stahl. Wir haben jetzt nur Stahl gezeigt, weil es nicht so ganz einfach ist, diese Graphen zu finden. Und Stahl ist halt auch wesentlich mehr. Jedenfalls wurden da Aluminium-Laternenmasten abgesägt. Die Täter haben die offenen Kabelenden, weil in so einer Lampe ist ja normalerweise Strom drin, fachmännisch isoliert. Also das war halt durchaus sozusagen gemeindefreundliches Vorgehen. Also wir erwähnen das deswegen, weil immer wieder Leute zu Tode kommen, die unsachgemäß versuchen, Stromkabel zu klauen aus leerstehenden Gebäuden. Das ist kein Scheiß, da sterben also tatsächlich jährlich Dutzende von Menschen in den USA. Na, jedenfalls dann haben wir ein bisschen versucht rauszukriegen, woran liegt denn jetzt, dass da ausgerechnet in Baltimore diese Laternenmasten, weil Laternen stehen noch überall rum. Der Grund ist, dass Baltimore eine Hafenstadt ist und da ziemlich viele Schiffe anlanden, die aus China Sachen bringen und wieder Sachen nach China schaffen. Da auch Kupfer ist immer beliebter, so als Plünderungsrohstoff. Und in San Jose gab es einen Fall, wo aus 30 Klimaanlagen auf dem Dach eines Hochhauses die Kupferspulen herausgeschnitten wurden. Also da war dann sozusagen das gesamte Hochhaus so einigermaßen lahmgelegt. Also man muss sich auch mal in die Rolle von dem Hausmeister versetzen, der irgendwie die Fehlerbeschreibung kriegt, es ist warm geworden und der das dann untersuchen muss.
um das vielleicht mal in Perspektive zu setzen, ein Kilo Kupfer kostet auf dem Weltmarkt ungefähr, wie waren es, $2.40 oder so? Also das kommt schon was zusammen. $4.50. $4. Also das ist schon Geld wert, tatsächlich. Ja. Was übrigens auch erklärt, warum der ehemalige kupferabgeschirmte Raum auf dem Teufelsberg mittlerweile nicht mehr kupferabgeschirmt, das mir berichtet wurde. Da waren so Kupfer für 100.000 Euro offenbar drin. Machst du weiter? Ja, man fragt sich natürlich, wofür braucht man so viel Kupfer? Ich meine, offensichtlich ist natürlich Kabel, aber wir haben eine andere Statistik gefunden, die eigentlich schön in den Kontext passt, nämlich was eigentlich im Irak so verballert wird an Munition. Und die Zahl, die am Ende rauskam, war, dass die pro Getötete im Aufständischen 250.000 Kugeln verballern. Naja, und da das ja doch auf die Dauer ein bisschen in die Kosten geht, haben sie dann tatsächlich auch angefangen, sich aus den Beständen von, was da halt noch so rumlag, zu bedienen. Also sprich halt irgendwie ihre eigenen Truppen mit Kalaschnikows auszurüsten, weil die Munition dafür relativ reichlich vorhanden war. Na und die Knarren selbst. Und es gab also auch die Story, dass die Soldaten, obwohl sie noch genug Munition und Waffen hatten, trotzdem lieber Kalaschnikows genommen haben, weil die Maschinengewehre der US-Armee dem Sand offenbar nicht so robust widerstanden. Ja. Ja, wo wir gerade im Irak sind, wir haben versucht, hier so einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen, der ein oder andere merkt es vielleicht. Wo wir gerade im Irak sind, da gab es also ein Missverständnis, das war, wann war das eigentlich, ungefähr so Mitte des Jahres, gab es ein Missverständnis mit der britischen Armee und den Einwohnern von Basra. Und man sieht also, dass das Verhältnis war nicht von vornherein völlig ungetrübt. Und so ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass da zu einem Missverständnis kam, wo die irakische Seite behauptet hat, es seien also Polizisten angeschossen worden von britischen Soldaten. Daraufhin kam es also zu einer Verhaftung und die saßen dann da im Gefängnis. Aber die irakische Seite wollte nicht sagen, in welchem Gefängnis. Und so sah sich das britische Militär genötigt, die mit einem Panzer aus dem Gefängnis rauszuholen. Und das Gefängnis sah danach so aus, dass also tatsächlich, war nicht mehr viel von übrig. Und bemerkenswert an dieser ganzen Geschichte war, dass die Iraker dann es tatsächlich zwischendurch geschafft haben, ein Foto von dem Gepäck, was die Briten da auf ihrem kleinen Picknickausflug so dabei hatten, zu publizieren. Also das ging in beide Richtungen, ja. Die Iraker waren schlau genug, dass sie das ungefähr wussten und der war also gar nicht mehr in dem Knast, den die da plattgewalzt haben. Und die sind natürlich dabei gefilmt worden, wie sie da verhaftet wurden und das waren irgendwie Special Forces Soldaten. Also man sieht es ja auch an dem Handgepäck, was sie dabei hatten. Und so waren dann die Briten auch eher unglücklich als die Fotos von den beiden, ohne irgendwie, dass die Augen mit einem schwarzen Balken bedeckt würden, dann auf irgendwelchen Webseiten auftauchten. Also das war schon von beiden Seiten eine nicht ungetrübte Beziehung. Also das ist nicht so, dass auf britischer Seite sowas komplett ignoriert werden kann, wenn die irakische Regierung da offiziell Beschwerde einlegt, dass ihnen ein Gefängnis abhandengekommen ist. Und so gibt es dann auch einen Zuständigen für diese Art von Incident, der kümmert sich auch um Folter, Vorwürfe und sowas. Und der Mann, der saß also in Basra, passend, Ken Masters, der ist ungefähr 2 Wochen, nachdem dieses Gefängnisproblem war, ist der tot in seiner Baracke gefunden worden. Und es hieß also ohne Fremdeinwirkung, eine Untersuchung läuft wohl noch, bisher gibt es da keine weiteren Informationen, aber es gibt natürlich Erklärungsversuche und das Ministry of Defense hat also gesagt, ja, er hat eine unglaubliche Workload gehabt und der Mann war völlig am Ende und so weiter. Ihr habt ja sicherlich verfolgt die Geschichte im Libanon, wo der libanesische Präsident unter unklaren Umständen bei einem Attentat ermordet wurde. Da ist auch ein deutscher Staatsanwalt, der da ermittelt. Da gibt es halt allerhand Ungereimtheiten, zum Beispiel, dass angeblich die Bombe mit einem Mobiltelefon gezündet wurde, aber in dem Auto von dem Ministerpräsidenten war eigentlich ein Jammer, der verhindern kann, dass Mobiltelefone in der Umgebung als Bombenzünder benutzt werden können, also ein starker Radiosender. Unabhängig davon, guckt euch einfach mal diesen Krater an und die Leute daneben und überlegt euch, was das für eine Explosion gewesen sein muss. Das war also eine Straße vorher, das sieht jetzt aus wie so ein unasphaltierter Weg oder so, das war eine Straße vorher. Naja, und nun einer der Beteiligten war der syrische Innenminister, nicht wahr? Ja. Ja. Der wurde am 13. Oktober dann selbstmordet in seinem Büro gefunden.
Und da gab es dann halt allerhand interessante Informationen dazu. Eine der interessanten Informationen war, dass er es offensichtlich geschafft hat, sich von der anderen Seite der Straße mit einem Und peinlicherweise hieß es also schon in den ersten Meldungen, die dann natürlich schnell wieder verschwanden, war die Rede von mehreren Kopfwunden, was ja auch ein bisschen schwierig ist, um Selbstmord geht. Also es gab auch andere völlig klare Fälle von Selbstmord in diesem Jahr. In diesem Fall der Oppositionsführer in Kasachstan. Ja, das war eine sehr schnelle Diagnose, also vielleicht gibt es da noch Revisionen, aber den Untersuchern schien es also relativ klar. Ja, wir hatten noch eine Menge andere interessante Todesfälle. So im Trend scheint zu sein, dass so Prominente, wenn die umkommen, immer mehrere Tode gestorben sind. Also zum Beispiel der ehemalige Präsident der, wie heißt diese? Notenbank, oder? EU-Notenbank, genau. Der war erst im Pool ertrunken und hat dann aus, keine Ahnung, ästhetischen Gründen doch offiziell einen Herzinfarkt am Schreibtisch erlitten. Den Guck machst du. Genau. Ja, und dann gab es noch einen anderen interessanten Todesfall, nämlich von Robin Cook. Das war also auch eine sehr interessante Geschichte, die sich da innerhalb von einigen Tagen entfaltete. Also erst hieß es, der Mann ist auf einer Bergwanderung zusammengebrochen. Dann hieß es, er sei irgendwo abgestürzt und habe sich schwere Verletzungen zugezogen. Und dann hatte ich mir nachgeguckt, wo er denn abgestürzt worden sei, und da gibt es überhaupt keine Berge. Also war die nächste Meldung, der Mann ist gar nicht tot, der liegt noch im Krankenhaus. Und dann hieß es, der hat sich das Genick gebrochen beim Absturz. Und die letzte Meldung war dann ein Herzinfarkt, und das ist auch das offizielle Ergebnis der Obduktion. Es ist nicht überliefert, ob das auch am Schreibtisch war, also ist vielleicht noch Klärungsbedarf vorhanden. Ja, einigermaßen deprimierend alles, deswegen ein bisschen Werbung. Die Franzosen haben sich ja so ein bisschen darüber aufgeregt, dass die Amerikaner letztes Jahr mit ihren, mit ihren Kampagnen gegen französische Nahrungsmittel doch nicht so ganz sich beliebt gemacht haben. Deswegen haben sie sich dann revanchiert bei den letzten Unruhen in Paris. Gab es Also die Diplomatie zwischen Frankreich und den USA ist auf jeder Ebene nur sehr empfehlenswert, da mal ein bisschen hinterher zu googeln. Da gab es also unter anderem eine wunderbare Geschichte, eine Streitigkeit um Weine. Ja, als die Franzosen sich mit den Amerikanern gestritten haben, welcher Wein denn Vintage heißen darf, ja, oder welcher Wein Chateau. Und die Franzosen haben also nach jahrelangen Streitigkeiten durchgesetzt, dass ein Wein nur dann Chateau heißen darf, wenn er tatsächlich ein Schloss sehen kann von seinem Weinberg aus. Was für die Amerikaner nicht so ganz offensichtlich war, offensichtlich. Und ja. Naja, da gibt's noch so lang andauernde Handelsstreitigkeiten. Ja, ne? Und ob man einen Champagner auch Champagner nennen darf, wenn er nicht aus der Champagne kommt. Also diese Art von Sachen, da gibt es sehr interessante Streitigkeiten. Ja, was die Mittel zur Begehung dieser Taten betrifft, gibt es ja mittlerweile auch Ja, und welcome back to the show nach dem Werbeblock. Machen wir weiter mit Wirtschaft. Zwei Firmen, die dieses Jahr, nun sagen wir, besonders interessante Ausschläge auf der Kurve ihrer Börsenkurse zu beobachten hatten, war einerseits Premiere, und zwar am Tag, als klar wurde, dass das mit den Bundesliga-Rechten nichts wird. Pech gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Skala lesen könnt. Also bei dem linken Chart ist oben 24 und unten 12. Also der ist innerhalb von 2 Stunden einfach mal um 50% gestürzt. Und rechts ist die Kurve der Firma Kudelski Nagra. Und dieser Zeitpunkt ist der Zeitpunkt, an dem klar wurde, dass die Pay-TV-Karten, die diese Firma für die Firma Premiere baut, wohl offensichtlich etwas fehlerhaft sind und ein komplett austauschen muss. Also Premiere hat nicht so ein gutes Jahr. Also es kam auch noch raus, also was heißt kam raus? Premiere hat sofort, um die Wogen zu glätten, der Presse erklärt, dass Firma Nagra Kudelski zahlen muss für den Austausch. Und das war also das eigentliche Problem, dass die kaputt sind. Das kann man ja auch als Chance sehen in den heutigen Märkten. Ja, weiter zum Thema Wirtschaftsaufschwung, Fefe mit den Immobiliennachrichten. Genau. Ja, es gab eine wunderbare Meldung vor ein paar Wochen, dass die Immobilientochter der Deutschen Bank
DB Real Estate, die gibt unter anderem einen Immobilienfonds raus, oder sagen wir, er gab ihn raus, denn plötzlich kam eben die Meldung raus, man sei sich nicht mehr sicher, ob die Bewertung der Immobilien in dem Fonds korrekt sei, und man habe also ein Unternehmen damit beauftragt, das zu prüfen, und die würden wohl im Februar fertig sein, und das ist wohl vorher gewissen Leuten zur Kenntnis gelangt, die das dann an ihre guten Kunden weitergegeben haben, die Berater, und daraufhin begann also ein Kapitalabfluss aus diesem Fonds, der dazu geführt hat, dass die Deutsche Bank den eingefroren hat. Und das hat es also in der deutschen Fondsgeschichte meines Wissens noch nicht gegeben. Das heißt, man kann also weder sein Geld rausnehmen, als auch neues Geld reintun, was offenbar nicht wirklich das Problem gewesen wäre. Also das bekannte Detail war, dass sie offensichtlich ihren Verkäufern eine Woche vorher gesagt haben, sie sollen diesen Fonds nicht mehr verkaufen. Woraufhin diese Verkäufer natürlich eins und eins zusammengezählt haben und ihren Kunden gesagt haben, so übrigens, vielleicht könnte man ja diesen Fonds mal abstoßen, und nachdem dann irgendwie die große Teil dieses Fondsvermögens weg waren, haben sie den Fonds dann halt platt gemacht. Naja, so ist es also mit dem Aufschwung, also wer sein Geld anlegen will, vielleicht nicht unbedingt Immobilien. Also man kann auch immer viel Spaß haben bei solchen Geschichten, wenn man sich guckt, wie die ersten Ausreden sind, weil die sind meistens noch nicht so koordiniert. Und in dem Fall war also die Ausrede, man habe das mit BaFin geklärt und die hätten also das praktisch mit veranlasst. BaFin ist die Regulierungsbehörde für Bank und Finanzen, und BaFin meinte dann am nächsten Tag, hä? Ja, so als Geldanlage, also in Deutschland zieht die Konjunktur für Luxusgüter auch wieder an. Wie wir, also wie jetzt auch durch unabhängige Messungen festgestellt wurde, also im Po, dem italienischen Fluss Po, finden sich so ungefähr die Metabolisierungsrückstände von ungefähr 4 Kilogramm Kokain pro Tag. Naja, denkt man schon ganz um den Koks. Ja. Aber dann im Rhein 27... Also ich verstehe mal nicht, was die mit der Binnennachfrage haben. Das ist doch halt offensichtlich. Das läuft. Ja, also das ist ein Bild, was gefunden wurde auf einem Bazar in Thailand. Und zwar offensichtlich von Fälschern von Markenjeans. Und man sieht hier, also das kann man nicht gut sehen, weil die Auflösung von dem Foto nicht so toll ist, aber das hat der Mann, der das gefunden hat, daneben geschrieben. Das ist eine Excel-Formel, die hier aufgedruckt ist. Ja? Ja, Markenpiraterie überhaupt ein wichtiges Thema in diesem Jahr gewesen, und da gab es also auch eine andere sehr schöne Geschichte aus Europa diesmal, das war nämlich die Kultusministerin von Finnland, und die war an vorderster Front im Kampf gegen die Markenpiraterie und hat ein Gesetz durchgedrückt, dass der Import von gefälschten Produkten auch für Privatpersonen aus dem Urlaub zurückgebracht illegal sein soll. Und dann ist sie wenige Wochen später mit dieser gefälschten Prada-Tasche erwischt worden im Ausland und hat sie dann natürlich noch schnell entsorgt vor der Einreise, aber so kann das gehen. Ja. Die mache ich, okay. Ja, das iranische Atomprogramm fängt ja langsam wieder an. Wie wir sehen, genügt es wirklich den höchsten Sicherheitsanforderungen. Also man beachte vor allem die adäquate Ausstattung mit Arbeitsschutzmitteln. Und dieses Klopapier. Und mit Reinigungszubehör. Ja, also das macht in jedem Falle Hoffnung, da also ist zu erwarten, dass die sicherlich nur ganz saubere Dinge da tun werden. Ja, kommen wir zu anderen terroristischen Nationen und Problemen durch Terroristen? Genau, also das Problem mit den Biowaffen, also in Long Island wurde der MacArthur Airport wegen einem Biowaffenangriff geschlossen. Da wurde eine unbekannte Substanz gefunden. Und die wurde dann natürlich von den Forensik-Spezialexperten identifiziert. Und der Angreifer wurde auch ermittelt. Es handelte sich halt um Waschbärenscheiße. Ja, viele von diesen Problemen kann man umgehen, wenn man von Tieren Abstand hält und sich der Robotik zuwendet. Und da gab es also auch eine sehr schöne Geschichte in diesem Jahr, nämlich dass der Mann im Anzug rechts, der gerade diese Rauchwolke empfängt, das ist Herr Koizumi, das ist der Premierminister von Japan. Tränengas, nicht Rauch. Ja, Tränengas. Details. Also der Mann hat sich auf einer Messe
die vorführen lassen, wie es mit der Wirtschaft Japans bergauf geht. Und da ist natürlich ganz vorne die Security-Technik. Und das ist also ein Roboter, der autark in Kaufhäusern patrouillieren soll, um Diebe einzufangen. So, und der hat also gleich demonstriert, wie gut seine Abwehrmethoden funktionieren, indem er den Premier mit Tränengas besprüht hat. Das System wird natürlich noch weiterentwickelt. Aber das war, glaube ich, dann noch nicht testfähig. Zumindest nicht in Anwesenheit des Ministerpräsidenten. Ja, wo wir gerade in Asien sind, also es gibt ja auch noch andere Sachen, für die Asien bekannt ist, nicht nur die Sicherheitstechnik, auch japanische Spielzeuge. Und in diesem Fall ist es ein pädagogisches Spielzeug, was... Also wenn man dieses Spielzeug hochhält, dann macht es halt nöt oder kniet. Und das ist eigentlich dafür gedacht, dass Lehrer zum Beispiel ihren Erstklässlern sozusagen ein schnelles Feedback geben, ob ihre Antworten jetzt halt korrekt sind oder nicht. Und ein ganz hochwertiges Spielzeug, wie man sieht. Wirklich hochwertig und pädagogisch wertvoll. Und der thailändische Ministerpräsident hat es dann in Pressekonferenzen benutzt, um Journalisten das Feedback auf Fragen zu geben. Und ich habe gesagt, nöt. Und als er dann darauf gefragt wurde, naja, also das könnte ja wohl nur nicht sein und ob er schon mal von Pressefreiheit und so gehört hätte, meinte er, ach naja, das muss man halt nicht so eng sehen, weil eigentlich wollte er nur ein bisschen spielen. War doch nur ein Witz. Ja, weiter im Terrorismus, also die Terrorismusabwehr hat sich als gutes Mittel bewährt, um in Ernstfällen Daten zusammenzuführen und unbürokratisch Zugang zu Materialien und Informationen zu kriegen. Und in Frankreich gab es einen besonders schönen Fall in dem Kontext. Da hat nämlich jemand eine Bank angerufen, also das war ein bisschen involvierter, aber ich kürze mal ab, hat jemand eine Bank angerufen, gesagt, er sei also Antiterror-Experte der Regierung, der müsste jetzt unbedingt eine bestimmte Geldtransaktion überwachen. Und er braucht also Zugang zu den Unterlagen und hat sich dann praktisch, hat dann die Story weitergespielt mit der Bank und hat am Ende gemeint, ja, also die werden jetzt eine Überweisung auf dieses Konto in Estland ausführen und das müssen sie unbedingt zulassen, damit wir die da schnappen können. Und die Bank hat also die Überweisung zugelassen, das war irgendwie ein zweistelliger Millionenbetrag. Und kaum in Estland war die Kohle natürlich weg. Ja, so kann das laufen. Ja, also der hat sich... Also ich glaube, er hält zumindest den Rekord an Social Engineering Profitabilität für dieses Jahr. Ja, eine andere Methode an Geld zu kommen, ist in Brasilien mal wieder zu größerer Anwendung gelangt. Und zwar wurde da ein Tunnel gebohrt durch über mehrere hundert Meter hinweg, offenbar monatelang, um dann die Landeszentralbank auszuräumen. Und die jagen die Leute wohl immer noch. Ein paar haben sie wohl gefunden, unter anderem, weil einer in einem, also von diesen Räubern da, in einem Autohaus so ungefähr so 15 Luxuswagen bar bezahlt hat. Also der hat tatsächlich das Geld rausgetragen und es war also 3,5 Tonnen Geld. Da muss man sich auch mal überlegen, allein die logistische Leistung, so viel Kohle da rauszutragen, ist schon an sich alleine bemerkenswert. Die Zentralbank hat dann bekannt gegeben, dass übrigens ihre Einlagen nicht versichert seien, weil das hat man nicht für nötig gehalten. Weil ist ja die Zentralbank. Ja, wieder zurück zur Technologie. Satellitentelefonie ist ein boomendes Business und gerade in Gegenden der Welt, wo es halt irgendwie ein bisschen schwieriger ist mit der normalen Netzinfrastruktur, sind Satellitentelefone sehr beliebt. In diesem Fall halt Thuraya, ist ein sehr hübsches Satellitentelefonnetz, was mit geostationären Satelliten de facto GSM spricht. Sowas wird es natürlich auch sehr beliebt, zum Beispiel bei den Briten und Amerikanern, die im Irak unterwegs sind. Und der also eines dieser Telefone wurde an den Special Envoy der Briten im Irak geschickt und ging dann irgendwie verloren. Nun ungefähr ein halbes Jahr später fiel ihnen dann so mal eine Rechnung auf, die insgesamt 500.000 Euro betrug, weil die dann halt verloren gegangen war, dieses Telefon, und dann irgendwelche Mujahedins oder wer auch immer damit telefoniert haben oder vielleicht auch diese Mutti, wir wissen es nicht so genau. Wer nochmal kurz auf dieses Bild achtet von diesem Thuraya-Satelliten, hat ja oben diese lustige Antenne dran, ne? Dieses schüsselartige Ding.
Das ist eine sehr bemerkenswerte Angelegenheit. Diese Antenne ist offensichtlich lizenziert von einem Spionagesatellitenprojekt, was schon ein bisschen älter ist. Die ist halt so 12 oder 15 Meter im Durchmesser. Sieht halt so aus, wenn man sie mal aufbaut. Man achtet auf die Größe dieses Menschen da. Und sowas klappen die dann im Weltall aus, um Mobiltelefonie zu machen. Das ist halt schon so richtig ziemlicher Hightech. Im Gegensatz dazu ist die NASA halt so ein bisschen bodenständiger. Also hier haben wir halt das Tool, mit dem sie halt angefangen haben, den Shuttle zu reparieren. Man sieht sehr schönes irgendwie aus so ein bisschen Gafferband und so ein Sägeblatt und was da sonst noch so war, zusammengebastelt, aber am Ende scheint es ja funktioniert zu haben. Ja, Lärmschutz ist natürlich immer ein Problem überall, insbesondere wenn man halt in der Nähe eines Militärstützpunktes wohnt. Und die Bauern mochten es natürlich nicht. Wir wissen ja schon traditionell, die Bauern und das Luftfahrtwesen, das ist nicht so der Hit. Und und die Kühe stehen da auch nicht so drauf. Und dann kamen die Bäuer dann auf eine schlaue Idee. Sie dachten sich, naja, die fliegen ja mit Nachtsichtgerät, dann nehmen wir doch einfach Taschenlampen und leuchten mal in die Nachtsichtgeräte von diesen Hubschraubern rein. Woraufhin die dann schlicht und ergreifend ihre Übung abbrechen mussten, weil sie halt beinahe irgendwo gegengeflogen wären. Der Commander von der Hubschrauber-Base da war nicht besonders amüsiert und sprach davon, dass der also hätte auch Mord sein können, wenn die irgendwo gegengeflogen wären. Das wäre der erste Mord, der mit einer Taschenlampe ohne Schlagen. Ja, eine andere Sache, die eigentlich die meisten mitgekriegt haben werden in dem Jahr, ist das Strommastproblem, als es dann zum ersten Mal richtig geschneit hat bei uns. Und dass die Strommasten umgeknickt sind, das hat ja noch wahrscheinlich jeder mitgekriegt. Aber was vielleicht nicht jeder mitgekriegt hat, sind so die Aussagen, die dann im Dunst um diese Aktion rauskamen. Und zwar kam also nicht nur raus, dass RWE, der Betreiber von den Strommasten, schon seit Jahren wusste, dass da ein Problem gibt. Die Masten sind nämlich alle ungefähr zur gleichen Zeit gebaut worden, in den 60er Jahren. Und sind mit einem Stahl, der damals als sicher galt, gebaut worden, von dem man aber inzwischen weiß, dass er eben gewisse Probleme haben kann. Und sie haben identifiziert, dass sie da 25.000 Strommasten sanieren müssten und haben sich also ausgerechnet, dass das für unglaubliches Geld kosten würde, haben wir gleich noch Details zu, und haben dann also einen Plan erarbeitet, dass sie erstmal nur 2.700 davon, also im Grunde 10%, ersetzen wollen, und zwar die das höchste strafrechtliche Potenzial haben. Ja, interessant ist halt, im Vergleich zu den Kosten, die so eine Netzreparatur nach sich ziehen würde, hätte also 1,2 Milliarden, RWE hat doppelt so viel verdient letztes Jahr. Nach Steuern. Nach Steuern, wohlgemerkt, ja. Sehr schön fand ich diese Formulierung. Bei extremen Wetterlagen könnte es aufgrund der vorhandenen Materialfehler zu flächenhaften Mastumbrüchen kommen. So war die Formulierung der RWE-internen Studie zu diesem Thema. Naja. Dann kommen wir zum Thema Sport. Zum Thema Bergsport genauer gesagt. Der Peak Oil wurde mittlerweile erfolgreich bestiegen. Also es gibt eigentlich noch kaum Zweifel daran, dass wir am Ende des Ölpeaks angekommen sind. Wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht nächstes. Unter anderem kam aus Kuwait die Meldung, dass das zweitgrößte Ölfeld der Welt gepeakt ist, was also relativ große Katastrophe ist, weil die Kuwaitis eigentlich nicht unter ihrem eigenen Land das Öl absaugen, sondern so schräg unter der Grenze zum Irak durch. Und das war auch eigentlich der Grund für die ersten Unstimmigkeiten, die zu der Kuwait-Annexion damals geführt haben durch Saddam. Also das heißt, wenn den Kuwaitis das Öl alle wird, dann ist wahrscheinlich auch dem Irak das Öl alle gegangen bei der Gelegenheit. Ja, bemerkenswert fand ich, dass die OPEC, also man beachtet diese beiden grünen Linien, das ist sozusagen der Preisband, in dem die OPEC immer noch denkt, dass man halt oder dachte, die, so viel kann Öl kosten. Genau, sollte Öl so kosten, so, und mittlerweile sind wir halt signifikant drüber. Das führt aber natürlich auch dazu, dass neue Energien halt schneller entwickelt werden können, weil hoher Ölpreis führt dazu, dass natürlich der Renditepunkt für neue Energieformen schneller erreicht ist. Aber es führt auch dazu, dass es neue Distributionssysteme zum Beispiel für Erdgas gibt. Also es handelt sich tatsächlich um Erdgas da hinten in diesem Ballon.
Aber es führt natürlich auch dazu, dass irgendwie der Kampf an der Tankstelle ein bisschen härter wird und man halt... Ja, in den USA ist Mitte des Jahres eine lustige Meldung rausgekommen, nämlich dass das allgemeine Wahlrecht ist gar nicht irgendwie verbrieft in der Verfassung, sondern das ist eine Errungenschaft der Martin Luther King Zeit. Und damals ist praktisch ein, was man nennt, Sundown-Periode, also das Gesetz gilt dann nicht in alle Ewigkeit, sondern es muss nach N Jahren erneuert werden. Und man hat sich damals auf 40 Jahre geeinigt und das wäre 2007. Ja, das heißt, wenn Bush dann noch an der Macht ist, müssen sich vielleicht einige Leute warm anziehen. Und das ist tatsächlich ein aktuelles Foto von Demonstrationen, die dafür eingetreten sind, dass das Wahlrecht erhalten bleiben soll. Also so nervös sind da schon einige Leute geworden. In der Tat. Ja, das Problem mit dem Gammelfleisch wurde in Bayern ja nachhaltig gelöst. Innovative Lösungswege wurden beschrieben. Genau, aber die Empfänger waren leider etwas undankbar, weil das Gammelfleisch halt an Asylbewerber ausgeliefert wurde, die da irgendwie nicht so richtig viel Verständnis für hatten. Beim Thema Lebensmittelindustrie kamen wir dann natürlich noch auf so ein paar andere Punkte. Zum Beispiel fanden wir dieses Foto von einer Pepsi-Tonne. Also man achte nochmal auf dieses Logo da links. Und wir wollen ja hier nicht eine Firma rausgreifen. Nee, also wir haben natürlich auch ein Geheimrezept gefunden. Ja, und... Wenn man es mit so gefährlichen Substanzen zu tun hat, dann bietet sich an, das praktisch als Dual-Use-Gut zu bezeichnen. Ja, wir sind irgendwie ein bisschen. Ja, wir sind heute tatsächlich etwas schneller als geplant, deswegen sind wir auch tatsächlich schon fertig. Nochmal vielen Dank an Herrn Gerd Eist für die Musik, an Antenne für die Gestaltungsberatung, durch euch als Publikum. Vielen Dank.